Ich habe übrigens vorhin so ein bisschen dein Video mal angeguckt, also so im Cockpit, ne? Es ist natürlich immer wichtig, eine gute Grundqualität zu haben, ne? Also das heißt, wenn du laut und gut frontal reinsprichst, dann kriege ich das auch so korrigiert, dass du super zu verstehen bist. Es ist jetzt 23.18 Uhr. Wir sitzen schon ziemlich lange im Cockpit. Es gab mal wieder so ein paar Problemchen, die haben wir aber alle gelöst. Und zum Thema Departure Route, ich zeige euch mal was. Ja, und okay. wenn du aber irgendwas so filmst, wissen, ist die Kamera, das Mikrofon wahrscheinlich auf der anderen Seite oder irgendwie sowas so, dann ist es schwierig. Schade, ich komme gleich nicht aktuell, ist mir nicht welche Warnung gekommen. Wir planen zu achten. Schade, das hätte ich dir jetzt normalerweise auch noch zu Hause schnell gezeigt, aber das kann ich dir ja mal ausrechnen. Du hast zwei Aufsagen am Anfang. Übrigens hier, Björn, Aviation Nerds. Und so laufen nämlich hier die Absprachen für den YouTube-Kanal. So professionell, ja. So professionell. Im Auto. Nee, du hast einmal in Kairo sozusagen den Aufsager gemacht in Uniform und einmal nur mit Hemd. Ich habe heute etwas ganz Besonderes vor. Heute ist mein persönlicher Erstflug von Kairo nach Frankfurt. Bist du noch was da, ob du nur eins davon nehmen wolltest oder welches besser Nur eins davon, weil ich habe inhaltlich. Was wollte ich? Man sollte nie eine Filmbesprechung machen, während man fährt. Nein, Quatsch. geht schon. Das sind, glaube ich, inhaltlich dasselbe. Du musst gucken, ich habe einmal. Okay, ja. Einmal, glaube ich, quer, einmal hoch oder Ja, was. ja. Kann man das irgendwie noch mit Bildern unterlegen, weil du ein bisschen auf der Startbahn in Kairo, wo auch oft eine Unschärfe ist, weil Regen oft da auf dem Dings ist, ne? Das ist Sieht super dann die blöd. Schärfe, ja. Ja. Ja, nee, da habe ich leider keine Alternativen. Ich habe das auch gemerkt, als ich es rangemacht habe. Ich drücke beim Takeoff, drücke ich mit dem Finger einmal aufs Display, dass er den Fokus richtig stellt. Ja. Aber die Scheibe war einfach so dreckig. Was soll ich da? Ich kann nicht dann Fenster aufmachen und schnell wischen. Das geht ja nicht. Dann ist es leider. Björn, Ja. was hast du in Dresden gemacht? Soll ich es wirklich sagen? Moment, ich Ja, mache du mich kurz solltest es nackig. sagen. Wir haben hier mit meinem Klemmbaustein Hashtag Lego Zeug. Haben wir eine riesengroße Burg gebaut, 5x5 Meter von den Dimensionen und bis zu 1,50 Meter hoch aus Klemmbaustein die Festung Königstein nachgebaut. Und da waren so Kids heute, die haben da rumgespielt und ein Fernsehteam und Also wir ein sind. Baustein ist 5x5 Meter und sie wurde nachgebaut in Originalgröße. So ungefähr. Naja, ihr könnt echt mal gucken, die Festung Königstein oder auf meinem Kanal King of Bricks. Das müsste bald online gestellt werden. Auch jetzt kein Witz, ne? Aber das könnte ein Weltrekord geben. Guinness World Okay. Records, ja, die sind Die dran. größte Burg. Ich fahr, ich fahr, ich fahr. Vorsicht, Kleinkind. Nein. Yeah. Ja, ist wirklich ein Guinness World Record. Okay. Und das wird dann hoffentlich irgendwann abgenommen. Ah, du weißt, Guinness World Record ja nur, wenn jemand mit diesem hässlichen Jackett daneben steht. Das fehlt nämlich noch. Also, wir haben das alles eingesendet und ja, haben die gesagt, das stimmt, jetzt müssen noch ein Prüfer kommen. Und dann habt ihr die Chance, einen Weltrekord zu sehen aus Klemmbaustein in Dresden oder bei Dresden. Ja. Das haben wir gemacht, das habe ich gemacht. Und jetzt fahre ich hier mit dir zum Bahnhof. Da ist der Bahnhof. Genau, denn Öko, wie er ist, ist er nicht etwa mit dem Flugzeug hergekommen, sondern Nur fährt eins. schön mit der Bahn. So ist das. Und da kannst du die Videos dann von dem Kairo trotzdem irgendwie nutzen oder ist es zu verwaschen, zu verschwommen? Nee, kriegen wir schon was hin. Der Anflug in Kriegen wir Frankfurt schon. war übrigens abgefahren. Okay. Das war der Anaf-Jenki. Das ist ein Anflug, der ist links, rechts, hoch, runter, völlig irre. Mit GPS-Position. Ja, und den Wahnsinnigen da hinten haben wir auch noch nicht getroffen. Willi? Was machst du gerade? Ich war gerade frisch wieder nach Hause gefahren. Achso, okay. Sonst wäre ich Nee. jetzt vom Praktikum mit der Bahn nach Hause. Er ist der Aber Praktikant. Er ist jetzt der Praktikant. war ja Björn zufällig da und deswegen Ich konnte ich hab's. hier mitkommen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, natürlich, wenn ich mal hier in Dresden bin, auch noch bei Willi auf der Arbeit vorbeizuschauen. Ja, Willi war leider in der Schule nicht so gut, sodass er inzwischen arbeiten gehen muss. Das ist leider nun mal so. Und dann haben wir da den Björn und Und den ich bin. Willi. Der macht nämlich hier gerade Praktikum, der Willi. Und Björn hat uns besucht, weil er was anderes zu tun hatte. King of Bricks. Ja, genau. Und was hat der Björn schon wieder gemacht? Der hat schon wieder was abgestaubt. Ja, ich bin ja so ein Pfennigfuchs, ich habe ja lange im Schwabenland gewohnt und hab mir einfach mal das hier für Umme gezockt. Ich sag nicht, wer das gesponsert hat, aber Björn und Willi haben jetzt einen echten Airbus zu Hause, zumindest einen Teil davon. Ja. Willi, Landing Lights off, bitte. Willi, du baust gerade Airbusse auseinander, sehe ich das richtig? Ja, schon Landeklappen und Spoiler auseinandergebaut und das Ja. Fahrwerkhebel. Ja. Ja, weil wir ja eigentlich keine Flugzeuge mehr gebraucht werden, oder? Naja, kommt drauf an. Also Willi, das ist die Aufgabe. Du lernst es gerade im Praktikum.
Eins sage ich dir, wenn du schaffst, diese Kabel vernünftig zusammenzufügen und das Ding läuft, dann nehme ich dich mit auf die Kanaren. Okay? Deal? Deal. Machen wir so. Sehr gut. So, und alles andere erzählt Willi dann mal in Ruhe, was er hier macht. War nicht schlecht. Ey, der Junge, der kann den ganzen Tag mit echten Flugzeugteilen spielen. Schon nicht schlecht, oder? Genau. Du baust Airbusse auseinander, Willi? Ja. Ich habe gestern dreimal dasselbe Panel auseinandergebaut und konnte da theoretisch mitnehmen, was ich will von. Also Willi ist bei einer Firma, die Simulatoren baut. Was man gar nicht denkt, dass in so einem Dorf wie Dresden so eine Firma sitzt, die weltweit verkauft, sehr viele Airbus-Simulatoren. Und da sind eben, du bist ja auch schon in einem geflogen, wir haben auch schon aus einem gesendet, nämlich aus dem Dresdner von Flight Simulations. Und da sind die Panels, wie viel Prozent original? Also die Panels sind, glaube ich, zum Teil original, ne? Ja. Genau, nur die Stecker da drin sind teilweise nachgebaut oder viel nachgebaut. Aber haptisch. Ja, das ja, merkt man ja nicht, dass es hinter dem Panel anders aussieht als davor. So, also vorne, nee, ist schon sehr original, ne? Das ist sehr, sehr original. Und da arbeitet der Willi gerade. Ne? Und baut, wo werden gerade Simulatoren gebaut, Willi? Also die Simulatoren werden dann in den Niederlanden irgendwie zusammengebaut und die werden dann in die ganze Welt geliefert. Ja, ne? Was hat er gerade gesagt? Sieben Simulatoren gerade verkauft? In fünf Wochen oder so. In mehreren Wochen, so viel wie die letzten zwei Jahre nicht. Mhm. Das ist echt krass. Und wirklich über die ganze Welt. Der fliegt mal nach Brasilien für drei Tage, macht da irgendwie einen Sim fertig. Dann fliegt er nach China oder was war das? Jakarta, Indien. Ja, krasse Firma. Und da ist der Willi. Das ist ein guter Weg, den du bestreitest. Du musst weiter so machen. Das ist der Weg ins Cockpit. Weil man weiß ja nie so richtig, wenn mal einer sagt, ey, kann man das Panel auseinandernehmen? Wir sind gerade in 24.000 Fuß Höhe. Na gut, so, dann bringen wir dich jetzt hier mal zum Bahnhof. Hm? Ja, Gleis 3 in 15 Minuten, ganz entspannt. Alles klar, so, ne? Also hier mal so ein bisschen behind the scenes und was so gerade abgeht. Achso, wo? Du hast was gefunden? Siri hört zu, ich mach Siri. Siri aus! So, wo fliegst du denn jetzt? Am Freitag nach Gran Canaria von Frankfurt mit einem wunderschönen A23. Ich freue mich drauf. Willi, wo fliegst du denn jetzt? Ich fliege nicht für Zeide. Die gute Platzrunde. Mehr nicht. Okay. Auch gut. Und ich fliege erst im nächsten Monat wieder wahrscheinlich in Richtung Köln zu Schlag den Star. Also dann. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss.